Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Willkommen zu einem neuen Video. Mach Licht, Kamera, egal, ihr seht mich bestimmt irgendwie. Und zwar heute geht's mal zu einem Event, mal wieder. Die Saison hat eigentlich noch nicht angefangen, deswegen ist es so ein Out-of-Season-Event. Es ist nämlich Fasching. Ich weiß jetzt auch nicht, was uns direkt erwartet dort. Verkleidete Autos irgendwie mehr oder minder. Wir lassen uns überraschen. Wir treffen uns jetzt erstmal mit einem GTR und einem 350Z, fahren dann dorthin, das ist nämlich in Heilbronn. Und dann sprechen wir uns gleich wieder auf der Fahrt. Vielleicht bekomme ich ein paar coole Aufnahmen vom GTR und vom Z. Wäre doch eigentlich ganz geil, oder? Ja, bestimmt. Also, bis gleich. Und, den kennen wir, glaube ich. Und gesehen. Ich habe auch welche in Hochkant gemacht, die kommen dann bei mir auf Instagram online. Und jetzt ist Runde 2. Wir haben nämlich jetzt noch einen aufgegabelt und ich bin mal gespannt, was daraus wird. Also ist schon mal geil. Ich bin noch nie mal auf dem Event und das ist eigentlich schon ein whole another Video. So mehr oder minder. Aber egal, was wollen wir mehr? Wir wollen Autos sehen. Die sehen wir hier. Let's go, weiter geht's. Okay, also es gab doch keine Second Round Bilder, weil Baby hat angefangen zu schreien. Also musste ich Babypatrouille spielen. also wir laufen jetzt erstmal zum Treffen. Es ist nicht allzu viel los, aber ich habe schon ein paar Sachen reinfahren sehen. GT86, Supra, die neue Mark 5. Und wir lassen uns jetzt einfach mal zusammen überraschen. Wir haben jetzt hier draußen geparkt, weil ja absolut nicht notwendig mit meinem Auto da reinzufahren. Also mal gucken, was da gleich steht. Da geht es auch schon mal gut los mit der BMW-Abteilung. M2 kommt, BMW Supra, nein, Spaß, Mark 5 Supra, ist doch schon mal geil. Wir laufen erstmal einfach mal so durch und gucken mal, was es so gibt. Ich hoffe, ich habe richtig gefilmt, weil ich habe geguckt und nicht geguckt, wohin ich filme. Egal, let's go. So, wie wir vorhin gesehen haben, hier die Supra, GT86, noch ein GT86 und mein Highlight irgendwie hier in der Welt. Nach der Viper. Eigentlich dachte ich, die wäre lauter, aber war sie nicht. Kam hier unsere Zweierform. Schon cool. Hier haben wir einen sehr, sehr, sehr schönen E30. Ich glaube, keine Ahnung, was für einer ist. Das ist auf jeden Fall kein M, aber steht wie 10 von 10 da. Und hier passiert gerade der Hinzug. Aber ich weiß nicht, ob ich da hin kann, weil die ballern ein bisschen. Und mein Sohn schläft. So, jetzt kommen wir hier mal ein bisschen Audi-Fraktion. Ich finde diese Farbe hier extrem geil. Ich hoffe, die kommt rüber. So weinrot-pinkmäßig, würde ich mal sagen. Wer dem Besitzer folgen will. Und hier einmal APR-Ansaugung. Offener Luftfilter. Mit Audi-Sportteilen bis zum Umfallen. Sehr, 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 sehr geil. Und hier nochmal derselbe. Literally wie das. Oh, was ich hier sehe. Recaro Pole Positions, glaube ich. Mit Käfig. Den sieht man hier auch wieder, Whitebody GTR 35 mit Flügel bis zum Umfall. Juhu. Okay, da ich vergessen habe, ein Outro zu drehen oder einfach irgendwas weiterzureden nach diesem Clip, sage ich jetzt erstmal, es geht jetzt mit der Cinematic los und ich sage auch gleichzeitig Tschüss, weil es gibt nicht mehr viel zu sagen. Wie ihr seht, ich bin nämlich schon daheim, ich bin jetzt beim Arbeiten. Wir haben jetzt 9 Uhr, jetzt geht es erstmal mit der Cinematic los und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie lange ging das jetzt? Ja, 4 Minuten. Ich habe nicht viel gefilmt, beziehungsweise wo ich viel reden konnte, es war sehr, sehr viel los. Viel gab es gar nicht zu sagen, actually. So, waren viele Stock-Autos, waren schon coole getunte Autos, die paar habe ich gezeigt, ein paar Kollegen waren da. Mein Highlight war natürlich einfach die Rolling Shots, ich hoffe, ihr fandet die auch cool.
Aber ich verabschiede mich jetzt erstmal in die Cinematic rein und bis nächste Woche. Am Freitag kommt dann die Cinematic als Standalone. Dann wünsche ich euch jetzt schon einen wunderschönen guten Tag und noch viel Spaß. Und wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao, haut rein.